und einen wunderschönen Hakuna. Meine Tatas, geil, dass ihr wieder da seid bei einer neuen Runde. Ranch Sim, Wegdienst Pro Bosser, er ist wieder da. Er ist wieder da. Nein. Deko, wo bist du? Nein. Komm her, du Lappen. Ja, Deko ist am Start, einen wunderschönen Hakuna. Einen wunderschönen guten Hallo, Muchachos. Ja, ja. Ich komme mit auseinander. Wir haben heute wieder... Guckt euch an, wie er zusammengeklappt ist. Da kannst du mal die komischen Ecken da unten sauber machen. Da kommen wir so schön mit dem Staubsauger. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Hallo, Muchachos. Die Nüsschen sind poliert. Ich hoffe, ihr seid gut drauf. Hallo. Wir haben wieder den Seniorenbus einfahren lassen für neue FSJler. Ich glaube, die haben schon im Horrorhaus geschlafen. Lass doch mal kurz nachschauen, ob sie denn schon da sind. Aha. Hallo, Digga, wie diese schwarzen Grabsteine hier vorstehen, ey. Hallo? Lass mal nach oben gehen, vielleicht sind sie da. Oh, hier ist einer! Oh, Nugi! Ja, hey! Und hier haben wir Aris. Musst du die Gefahr ausschalten. Guck mal, hier schläft ein Obdachloser. Deko! Oh, ein Obdachloser. Eis cold, ein wunderschönen Aris. Hallo, lass mich in Ruhe! Nein. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Es hat mich erwischt, ja. Freunde, Hilfe. Oh, Digga. Stopp. Hallo, ich will mit euch nichts zu tun haben, ich bin weg, ne? Ciao. Warum dauert das so lange? Ja, gut. Oh, wieder komplett Chaos pur. Also, Muchachos, heute haben wir zwei Sachen vor. Nummer uno, Deko, den kleinen Verkäufer. Hallo, wollt ihr mir? Oder Ganove, ja. Den schicken wir heute mit dem Bus weg. Ja, der verlässt heute Narnia und geht ein bisschen einkaufen. Wir haben ein bisschen Knatze im Portemonnaie. Ich belebe mal die anderen beiden wieder, ne? 28.000 haben wir auf der hohen Kante und damit muss Deko, ja, ordentlich Pferde kaufen. Oder das beste Pferd, ist mir eigentlich egal. Ich kaufe, ich werde das beste Pferd aussuchen. Das Pferd, okay, für 28.000 goldene Eier wird er haben. Und er wird uns, wenn wir dann Nugi und Aris als Zuchtstuten benutzen, wird er uns guten Nachwuchs liefern. Hallo? Das hört sich sehr gut an. Alter. Oh, Digga, was ist denn hier los? Wir haben, glaube ich, noch gar keinen Aris, oder? Aris, möchtest du hier so eine Ziege sein? Wir hätten Ziegen frei. Ja, gut. Wir haben einige Ziegen frei. Ich möchte noch ein paar Kommentare vorlesen. Oder verlosen auch. Wer möchte Kommentare haben? Gewinne. Hallo, ich nehme eins. Nein, Ruhe. Hey, ich wollte eins. Okay. Also erst einmal Deko, das Grubbern, ja? Das hast du hardcore verkackt, ne? Hast du, glaube ich, mitbekommen, oder? Nee. Ach so, ich muss ja grubbern vor... Jetzt, okay, ja. Jetzt verstehe ich. Ja, okay. Ja. Ich verstehe. Hast du mitbekommen, okay, oder? Jetzt, ja. Okay, ich muss nochmal kurz... wir haben nämlich drei hier Kännchen. Ach, mit Ziegen, ja. Mit Ziegenmilch. Und das wird leider nicht funktionieren. Und wir haben auch ein richtig nettes Kommentar, nämlich vom guten Fabian. Der meinte nämlich, letzte Folge, Marvin trägt Kühlboxen durch die Gegend, stellt sie hinter dem Auto ab und fährt weg. In dieser Folge, Marvin trägt den Käse aus dem Reiferraum und legt ihn aber neben den Kühlboxen ab, nimmt dann aber die Kühlboxen in die Hand, um den Käse einzusammeln, statt den Käse direkt reinzuhauen. Zweimal. Der Junge wurde wohl vom Ziegenmann zu stark weggeruft oder vollzieht irgendwelche seltsamen Rituale, bei denen man möglichst ineffizient und unlogisch arbeiten muss. Ja, möglichst ineffizient und unlogisch, daran habe ich schon gewöhnt. Das sehe ich nicht, ja. Da müsst ihr mit klarkommen, wenn ihr mit Marvin arbeitet. Das kenne ich. Das ist alles Standardwerk von Marvin. Aber den meisten Hater hat er den Deko bekommen. Ich glaube, der geht. Hallo, wegen dem Grubber, oder was? Wegen dem Grubber. Geht der nicht? Du wurdest richtig gegrillt, ey. Das ist, geht der nicht? Muss auch. Der geht auch noch, ja. Ja. Ich glaube, da haben wir alle. Das finde ich harmlos. Das ist okay. Das Grubbern, das kann man mal aus Versehen ne? Habe ich aus Versehen nicht dran gedacht. Okay, Party People. Ich habe hier eine Rinderfrikadelle. Preismultiplikator mal 2. So brutal war das noch nie. Dann lass uns mal bitte ein, zwei Rindfleisch schlachten. Hast du auch angefangen, die Ziegen zu melken? Oder hast du nur wieder den Milchkanister hingestellt und bist gegangen? Coach, ne? Also wir haben doch zwei FSJler. Also Aris, Nugi. Ich bin gerade dabei, hier Käse zu machen. Das war wieder ein Beispiel von Marvins unlogischem Wir brauchen ja auch noch eine Milchkanne für die Kühe, ne? Wir haben dreimal Ziegenmilch voll gehabt. Keine Ahnung, wer dafür verantwortlich war, Deko. Hier, nimm mal. Ich weiß nicht, was du meinst. Hier, bei mir. Eine Kuhkanne ist voll auf jeden Fall. Hier, eine Kuhkanne, bitte hier, bitteschön. Und hey, wir werden jetzt... Wir brauchen bitte einen Priester. Ja. Ist einer von euch Priester? Ich zufälligerweise. Im Nebenjob. Wir brauchen nämlich eine Kuh, die wir schlachten können. Giselle ist schwanger. Wollen wir eine schwangere Kuh schlachten? Nee, ne? Ja, mit Priester geht das klar. Weil wir haben, glaube ich, nur noch... Oh, ich glaube, wir haben keinen Mann mehr, den wir schlachten können, ne?
Wir haben nur noch Heidrun, aber das war's. Sie hat doch irgendwelche oder? bei den Fleischkühen, Fleisch oder Milch? Ja, aber ich will... Fleischkuh eigentlich, oder? Ja, da muss ich mal so eine Dame hier umklaxen. Die hat noch keinen Namen, komm. Wir brauchen trotzdem einen Priester. Wer möchte als Priester hier fungieren? Und damit meine ich nicht als Pilz da sein. Ja, hallo! Was ist los mit euch? Oh, geil, ey. Ja, hallo, okay. Ich muss auch gerade arbeiten. Dann mach mal hier weiter. Wir haben leider kein Schimmelpulver mehr. Amen. Wo bist du denn? Deko, hallo. Haben wir noch Schimmelpulver? Ja, ich bin in der Fleischerei. So. In welcher Box? Ja, hier in der. Da. Hey, da. Ja, ist das sieht so aus wie, ja, so aus wie Käse. Okay, nee, Leute, jetzt kurz ruhig. Nugi muss nämlich das Gebet sprechen. Das arme Kind. Und sie haut schon wieder ab. Wir haben nicht eine einzige sachgemäße Schlacht bekommen. Ich glaube, wir haben sie gefangen. Okay, möchtest du sie mitnehmen? Ja, sie wollte eigentlich noch draußen sich kurz hinlegen zum Sonnen, aber okay. Blauschimmelkäse brauchen wir in den Kühlboxen. Ey, Jungs, guck mal. Sollte was sein. Ich stand hier die ganze Zeit. Geht nicht, oder? Hey, du hast einen Auftrag! Hauptsache, er soll zur Pferdeauktion. Hey, ach, jetzt schon oder was? Ja, natürlich jetzt schon. Ja, okay. Ja, dann geh ich mal gucken, was ich da kriegen kann in der Pferdeauktion. Also, hast du was Besseres vor? Bird? Ich könnte doch einfach ein bisschen chillen, einfach mal so tagüber, also, aber okay. Nee, ich kann auch arbeiten. Hauptsache, er ist ein richtiger Voyeur, ey. Hast du auch was Besseres vor, als zu arbeiten? Wurst. Ja. Okay, ich guck mir jetzt hier, warte, seid mal ruhig hier. Ich muss jetzt hier ein bisschen mich konzentrieren, ja, das ist Bist du noch gar nicht da, du Laberkopf? Okay, ich bin schon da. Okay, ja, okay, du bist ja schon da. Ey, das ist ein Scheißpferd hier, der hat gute Geschwindigkeit, aber der kann sonst nichts. Noch eine andere Kühlbox hier, warte, Nee. Muss mir nur helfen, das Fleisch hier zu zerkleinern. Sprengen, den brauchen wir nicht. Ah, hier ist doch noch eine. Oh. Was sind da so für Pferde? Berichte mal. Welche Färbung haben die? Was für eine Färbung wollen wir haben? Hier ist ein Schwarzer, der hat alles fast voll bis auf Gesundheit. Die ist komplett leer. Aber du kennst dich raus. Ist das ein Araber? Ist das ein Schwarzer Araber. Also, hallo! Die Hintergrund ab, ey. Meine Katzen kloppen sich gerade. War das ein Katzenpferd oder wie? Das war ein Katzenpferd, ja. Gut, eine Katzenpferd, ey. Ich glaube, Nami hat schon wieder Natsu geärgert und wenn es dann das Echo gibt, dann schreit sie immer rum. Ganz kurz, hier ist ein schwarzer Nachtmar. Ja, was? Nachtmull? Nacktmull? Was? Nacktmulch? Ist das von Kim Possible, der Nacktmulch? Oh, was ist Umgang? Umgang heißt, der hier ist mega zickig. Aber ansonsten ist er voll gut. Digga, wo wohnst du, Alter? Bei Harz, aber herzlich, ey? Sind die Bierflaschen gerade umgekippt? Der Nami ist auf den Tisch gesprungen und hat eine leere Monsterdose runtergeballert. Gib mir Bier, Fanti, ey. Das ist scheiße, der kann auch nix. Sehr schön, Nugi, du machst das gut. Ah, der hier hat Ausdauer richtig scheiße, aber der Rest gut. Das ist ein weißer Vollmilch-Araber. Ich glaube, die sind gut. Oh, der ist gut! Der kostet 9000 schon am Anfang. Nee, 9000 ist doch viel zu wenig. Ja, was hast du am Anfang? Warte, ich biete dir jetzt nach oben. Okay, Nugi, wir sind hier durch. Das ist so machen Auktionatoren. Also wenn du es richtig drauf hast, dann kannst du glaube ich richtig viel Geld dafür nehmen, wenn du so schnell sprechen kannst. Ja, aber kann ich nicht. Also Leute, kann ich schon, aber nicht deutlich. Wir sind bei über 10.000 für das Pferd. Siehst du das alles? Ja, ich überbiete den. Ich überbiete den immer. Hallo, lass die toten Tiere da liegen. Wollt ihr nachgucken, wie viel so ein Quad kostet, ob wir uns davon noch 3 Stück leisten können? Digga, natürlich, die kosten 800 oder so. Kann man sich leisten, easy. Okay, gut. Natürlich. Denn, Muchachos, wir nähern uns der 11.000-Grenze. Wir werden bald das Finale einläuten und das Finale wird natürlich das legendäre Rennen sein. Deswegen muss ich die kleinen Bauarbeiter hier gleich mal zu unserer Rennstrecke bringen, dass wir da mal ein bisschen weiter dran arbeiten können. Digga, der hört nicht auf hier. Hört mal auf, ihr beiden Wichser. Aber bevor wir das machen... vorbeikommen und den Typen neben mir die Bitkellen wegnehmen? Willst du kurz rüberfahren, Nugi? Oder Ares? Ja, mach ich. Nugi, ich brauche hier mal irgendjemanden mit einem bedrohlichen Auftreten. Nugi, ich brauche mal den Weidenkorb. Ich war fast davor, ihn zu kriegen. Was brauchst du? Den Weidenkorb, also hat sich erledigt. Ich habe keinen Weidenkorb. Zuschlag! Weintraum. 12.000 Digga, Alter. Digga, ich habe das beste Pferd gekauft, das es gibt. Alter. Guck dir dieses edle Ross an, Alter. Oh! Hallo, könnt ihr jetzt aufhören? Hä? Digga. Oh Mann, ey, die Katzen. Hallo.
Alles klar. Ich schmeiß dich gleich mal raus, dann können die Jule ärgern. Ich jag dich, Ares, ich jag dich! Mein Pferd beißt dir in den Hals. Jetzt kommst du hier gar nicht rein. Ja, wo ist denn hier der Eingang? Armin, kann ich das hier? Du? Hier? Wo, hier? Wo soll ich? Wo ist hier? Ne, ist der falsche Eingang, okay. Ich stell unser Ross mal bei den Kühen ab, ja? Ja, mach mal. Bei den Fleischkühen, ja? Nicht vertauschen. Dieses Vielleicht werden wir jetzt auf einmal so ein Pferdesalami-Skandal bekommen. 800 kostet es. Hier, passt das hier in der Ecke? Ist ein bisschen weiter weg. Soll ich schon 4 Stück kaufen, oder was? Wovon redest du denn? Ja, unser Quad. Nein, nein, das machen wir jetzt noch nicht, Brudi. Das machen wir später. Okay. Da sind wir noch gar nicht. Ich will Geld ausgeben. Ja. Jetzt soll ich 4 Stück kaufen, ey. Jetzt machen wir erst mal die Pferdesalami hier fertig. Also wir könnten auch die teuerste Salami der Welt daraus machen. Das würde auch gehen. Okay, ich mache jetzt aber den Trainingslachs erstmal fertig, ja? So. Das Paddock, meinst du? So, hier sollte das eigentlich gut stehen. Leute, ich brauche eure Hilfe. Wir brauchen ein bisschen Metall und ein bisschen Holz, ja? Ich bin hier gerade am Weintraum. Jo, 100 Holz. Haben wir denn irgendwo Holz? Nee, ne? Ja, ich glaube, hier ist noch was drin, oder? Minimal. Da ist er doch. Aua, Hilfe. Jo. Sehr schön, Leute. Dann müssen wir gleich nochmal nachkaufen. Aber was macht Ares jetzt? Das ist wirklich der Käse, der Camembert-Verkäufer, oder? Nee, jetzt gerade mache ich Weintraum. Jetzt gerade mache ich gar nichts. Digga, Weintrauben, Brudi. Weintrauben ist so gut wie gar nichts. Ne, Weintrauben ist gar nicht so schlecht. Ist gerade abgeerntet. Hä, schon voll? Ja. Ding Dong! LOL! Rhyme mit dir, wo ist die Pferd? Digga, wo ist das Pferd? Ich hole ihn. Der ist bei den Fleischkühen. Er trabt da rum, er hat schon Freunde gefunden. Wollen wir ihn echt wieder rausnehmen? Ja, natürlich. Oder du kaufst noch ein zweites Pferd. Ich glaube, er ist happy. Vielleicht du könntest doch ein richtig günstiges Pferd für 2000 kaufen oder sowas. Einfach nur so ein Gammelpferd. So als Freund da ist. Guck mal, wie schnell der ist, Alter. Guck dir das an. Warte. Wir machen jetzt ein Duell. Komm mal her, Deko, wir machen kurz ein Duell. Wir starten beide hier. Mal schauen, wer schneller ist hier. Dreh dich einmal um. In welche Richtung? In die Richtung. Nugi ist auch dabei. Ja, guck mir es von hier oben an. Nur 100 Meter, ne? Nur 100 Meter Sprint. Okay, oder? Stell dich neben mich. Ja, einfach nur bis in den Wald. Nur geradeaus. Er ist kein Schnürschuh hier. Er muss ein bisschen chillen. Okay. Nugi, das sind 12.000 Euro oder was auch immer das ist, wo du drauf zielst. Ich hab keine Munition drin. Okay. Drei. Zwei. Eins. Los! Go. Los, gib Gas, Digga! Ciao, Rudi! Hallo, ich war schon, 100 Meter hatte ich schon. Okay, aber der Anfang, der ist wirklich schwierig, sagen wir mal so. Er ist ein faster Dude, Alter. Hier. Da haben wir noch wieder eine neue Leiche für unser Ranch-Sim hier. Kannst du da mal reinschießen? Okay, ich bring jetzt ins Paddock, ne? Oh, ich muss nachladen, Rico, ne? Kann ich hier Schritt tragen? Warte. Hey. Was geht denn da bei euch? Sehr schön. Sehr gut. Man weiß es nicht so richtig. Nee, lass die da liegen. Wir lassen die ganzen Tiere hier liegen. Nein, halt, stopp. Habt ihr auch an Futter gedacht? Na Logo. Futter am Wasser? Warum sehe ich hier kein Futter am Wasser? Hallo für das Pferd, wir haben doch hier noch hier. Ach so, das Pferd. Wir brauchen im Paddock Futter und Wasser. Ich hol mal was, ja? Da musst du auch noch Säcke kaufen, weil wir das hier, du hast das Paddock außerhalb der Reichweite von unserem Nachfüller gebaut. Das heißt, dann machen wir es doch anders. Wir müssen sowohl Wasser als auch Futter per Hand nachfüllen. Oder wir machen es aber so. So? Marvin baut einfach direkt dafür ein neues Ding, ey. Wir haben's doch, Brudi, wir haben's doch. Haben wir die Ressourcen dafür noch? Natürlich. Ja, ansonsten werden welche eingekauft. Was braucht ihr denn? Wir brauchen noch 119 Metall. Oh, 50 Zement. Haben wir hier irgendwo einen fahrbaren Untersatz? Ja, da hinten. Ares, machst du dich kurz auf den Weg? Jo. Perfekt, nice. Steht mein Schlitten, ne? Wo ist denn hier... Wo ist denn der Lachs? Was suchst du denn, Deko? Ja, Futtertrog und Wasserdruck. Okay, dann holen wir schon mal ein bisschen Holz, ja? Legen wir mal Futtertrog hin. Futtertrog und ein reicht Wasserdruck. Oh, ne. Hä? Okay, der ist fertig. Katschen. Ein noch, ne? Okay. Pass auf. Der Pferd kommt. Oh. Aber der haut ja auch nicht ab, oder? Natürlich haut er ab. Okay. Wie die Kühe und die Ziegen. Wenn du das Ding auflässt, dann ist er weg. Echt? Ja. Warte mal, ist er genauso gierig? Guck mal, ich mach hier auf. Freiheit! Nee, schau. Heute schon mal umgedreht. Geht das nicht so? Nee, da passiert nichts. Der will hier bleiben, der kleine Jürgen. Beide auf. Okay, bin ziemlich sicher, wenn du es auflässt, dann ist er weg. Was habt ihr gesagt? Wie viel Metall brauchen wir? Oha. Ah, 200. Bestimmt. Am besten. Guck mal, ich bin richtig geschult, ey. Ba, 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 ba. Ja, 119 eigentlich, aber 200 ba, 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 ist auch genug. Tipp, trapp. Deko, kannst du reiten? Kann irgendwer von euch reiten? Hab ich mal als Kind gemacht.
lange her. Ich auch zuletzt als Kind. Meine Frau war mal ziemlich gut, hat auch echt Medaillen und Pokale geholt. Ehrlich? So gut war ja. Bei was? Dressur oder? Keine Ahnung, ich habe wirklich absolut keine Ahnung davon. Ja. Aber es war auf jeden Fall, war Sprung dabei? Ich glaube, Sprung war gar nicht dabei, weil das zu gefährlich war. Da war sie auch echt noch jung, das war jünger als 16 Jahre. Also es war wirklich eher Kindesalter oder Jugendalter, sagen wir mal so. Aber ja, ich kann mit Pferden irgendwie nichts anfangen. Ich finde Pferde langweilig. Tut mir leid. Ah, ich finde die Araber, die mein Vater hat, die sind schon cool. Wollen wir schon sagen. Hä, hey, Leute, hier liegt doch zum Dingsbums, Metall. Pferdemädchen, Pferdemädels sind schon so eine Sache für sich. Und ich kenne meine Frau. Und ich kenne auch andere Pferdemädels. Warum? Man sagt das immer und ich habe keinen Plan, was mit gemeint ist. Die sind eben so ein bisschen. Die haben irgend so Eigenheiten, sagen wir mal so. Was für Eigenheiten? welche Eigenheiten schreibst du Pferdemädchen zu? Jetzt kommt's, Alter. Ich darf mich da nicht äußern, glaube ich. Ich will das einfach nur wissen, weil immer Leute sagen so, Pferdemädchen, halt dich von Pferdemädchen fern. So, hey, was? Also ich bin mit einem Pferdemädchen zusammen, ne? Also fernhalten würde ich mich nicht, aber es ist eben so ein bestimmter Schlag, ne? Die sind eben sehr, sehr konsequent zum einen, weil die ja auch immer wieder dorthin gehen mussten, um das Pferd irgendwie zu, wie heißt das, zu bügeln? Ich sag einfach mal, das Pferd bügeln, striegeln, ne? Striegeln. Okay, Striegel macht einen bügelt. Konsequent. Nein, und du musst ja, um das durchzuziehen, musst ja auch wirklich strukturiert geplant sein. Und deswegen sind, würde ich sagen, Pferdemädels nichts für dich, Deko, weil du dahingehend nicht so bist und die ganzen Pferdemädchen würden sich komplett über dich aufregen. Also ich finde, es braucht immer für eine gesunde Beziehung immer so einen Gegenpol. Ich bin halt der Gegenpol dazu. Ich bringe halt das Inkonsequente ins Leben. Aber so genauer beschreiben, stimmt, kann ich gar nicht. Weiß ich nicht. Das ist krass, weil man hört das ständig, dass man sich von Pferdemädchen fernhalten soll, dass sie alle irgendwie einen Schlag weg haben oder sowas. Und ich habe einfach immer nie so, was zum Fick. Ja, hä, ist doch so, also, oder nicht? Also das ja, ist, was ich höre. Also wie gesagt, Pferdemädels haben eben ihre Priorität bei den Pferden. Das heißt, ich kann jetzt nur über Ex-Pferdemädchen reden, ne? Aber also nicht, wo es wirklich noch akut so ist. Aber bei aktiven Pferdemädchen bist du wahrscheinlich immer, stehst du immer hinten an, würde ich jetzt sagen. Und die haben eben weniger Zeit für dich, würde ich auch mal so sagen. War ich zu meinem Freund oder war ich zu meinem Pferd? Pferd. Ich war zum Pferd. Ja. Schatz, wollen wir irgendwie lecker essen gehen? Ich muss noch zum Pferd, ich muss das bügeln. Ja, ich weiß doch. Wenn ich sowas sage, ne, so absolut falsch, genau wie in GTA, so ist Minute 14, ne, ich sag, ey, das war ich schon 16 Minuten auf euch, ne, dass dann in den Kommentaren so geschrieben wird, da war es doch gar nicht so spät, ey, oder ich sage, ich übertreibe einfach, ne, und das in den Kommentaren dann sehe, dann drehe ich immer so durch, so, wo haben die ihren Sarkasmus und ihre Ironie gelernt, Alter? Bei Sheldon? Miese Klackos, Alter. Das denke ich mir aber auch bei vielen Kommentaren. Ja, oder halt der Klassiker bei unserem Autowissen halt, ne? Ich habe wieder irgendwie einen ja. Also, ne, wenn ich offensichtlich da. Bei dir zum, mag zum, das so sein. Zum okay, Gewinnen irgendwie so ein richtig oldschool Ferrari steht und ich sage, das ist ein oldschool Lamborghini und die Leute dann einfach durchdrehen. Ich habe davon keine Ahnung. Also bei mir ist es wirklich Ahnungslosigkeit. War das 50 da in dem Ding? Nee, nur noch 35. Shit. Aber ja. Leute, wie spät haben wir es? 17:28 Uhr, Leute, wir müssen uns beeilen, ne? Bringt mal einer noch bitte Zement mit. Jo, mach ich. Bin auch gerade beim Baumarkt. Hallo, ihr müsst die Kühe melken. Ja, gut, dann passt das ja. Haben wir jetzt eigentlich den ganzen teuren Kram noch verkauft, den wir da hatten? Teurer Kram? Ja, wir hatten doch irgendwas, was Multiplikator war. Also schau mal im Schlachthaus, ich hab's aufgehangen, ja. Sind die Kannen? Also eine Kanne ist im Haus. Also haben wir jetzt tatsächlich eine arme Kuh gekillt? Mit Pastor-Lachs und sowas und. Nur die Kuh hängt hier schon den ganzen Tag. Ist einfach egal jetzt. Nee, ich hab doch gesagt, schau im Schrank. Schau bitte im Schrank, ob die Mettwurst schon fertig ist. Ich hab die aufgehangen. Ich bin gerade auf dem Feld. Ich sehe hier so einen. Ich lauf da schon hin. Sonnenblumen. Achso, Nugi, die Kanne steht hier beim Auto. Digga, meine Katze ist gerade richtig verwirrt davon, dass ein Glas klein ist. Leute. Okay, merkwürdiger Satz. Ja, sie kommt nicht darauf klar, dass das Wasser in so einem kleinen Bereich ist, aber dahinter halt nichts mehr ist. Ja, die ersten Frikadellen sind fertig. Nice. Kannst du die schon mal in eine Kühlbox packen, dann kann ich die gleich verkaufen. Sie-Patron. Achso, Blauschimmel brauchen wir noch. Ey, hier. Gibt's deinen Baumarkt nicht?
Das Ding hängt hier fest. Ihr noch Käse produzieren wollt. Was hängt fest? Die Saugmaschine hängt an LP mit Kev fest. Sie will wirklich auf Fangirl. Warte. Hängt die Saugmaschine an Kev oder hält Kev die Saugmaschine fest? Ich weiß es nicht, aber das Ding will nicht ab. Ich hau mal ein Fachmännchen drauf da. Ja, ich kann auch gleich vorbeikommen. Bin nämlich auch wieder zu Hause. Ja, okay, eindeutig hält Kev die Saugmaschine fest. Ganz eindeutig. Okay, so hab ich mir das gesagt. Ja, da hab ich Lust drauf. So, Zement. Okay, Zement brauchen wir noch. Okay, ja, ich kann mit dem Trecker vorbeikommen, dann kann ich die wegziehen. Da kann auch nur der Host eigentlich was machen. Ist das nicht dieser? Ich bin der Horst. Ich bin sofort da. Let's fets und so. On my way. Ares, hättest du nicht sagen können, dass wir nur noch 50 Kilo brauchen? Ich habe jetzt so wie 250 Kilo Zement geholt. Warum? Du hättest auch fragen können, Digga. So, wo ist LP mit Kev? Hier hinten. Ich klär das. Da. Bin schade, dass die Fahrzeuge keine Ding Hupen dong. Haben. Ich würde gerne hupen jetzt. Perfekt. Oh. Hup, hup. Haben die keine Hupe? Echt nicht? Ja. Würde auch gehen, oder? So, die kommen jetzt alle erstmal weg. Jetzt fängt es gleich wieder an hier, ey. So, Party People, ich würde sagen, ja, bitte? Wir gehen jetzt nochmal die Strecke ab, die ist ja noch lange nicht fertig gebaut, also wenn ihr fertig seid mit eurem Kram. Ich brauche nur ein oder zwei, ich brauche nicht alle hier. Marvin, hier. Doch, wir müssen uns alle die Strecke mal angucken, oder? Damit wir auch das gleiche Wissen haben ungefähr. Noch mehr? Haben wir noch mehr oder war es das? Ja, wir haben noch ein paar. Okay, würde ich auch noch verkaufen. Ja klar, mitnehmen, ne? 3 Stück oder so sind's. Weil wir haben heute schon echt viel Geld rausgeschmissen, ne? Mal schauen, ob es wieder ein bisschen was reinkommt. Kann man ein Pferd. Du kannst auch ein Pferd auch wieder verkaufen, oder? Ja. Baby. Das ist, glaube ich, der Sinn des Ganzen. So, Schränke sind leer. Du kaufst das, dann reitest du es ordentlich ein und dann wird es wieder verkauft. Aber wo verkaufst du den Lex? Das ist eine gute Frage. Bei der Auktion, oder? Halt! Aber nimm noch die anderen Sachen. Fahr ich da dann auch mit dem Bus hin? Ja, beruhig dich. Spinacci. So ein Trottel. Digga, hättest du mir mal sagen können. Hier, guck mal. Hier ist doch alles voll mit Loot. Digga, kann man eiskalt eine Koralle machen, ne, mit dem Fahrzeug Loot, hier. Loot. Ja, pack drauf, Jürgen. Auf was wartest du? Auf den richtigen Snap-Point. Jürgen! Eier. Das ist so eine Sache, da können sie echt mal ein bisschen was machen, irgendwie. Wir haben Snap-Points. Ich warte auf Unreal Engine 5, ey. Das wird der Shit, ey. So, Abfahrt. Dankeschön. Licht anmachen nicht vergessen, ne? Der Korb ist ja voll wahrscheinlich, ne? Safety first. So, bin mal gespannt, was da jetzt alles noch rauskommt. Bei. Ja, bei immer noch durch den Wald. Der Weg ist interessanter. Da kommt einfach nichts mehr raus aus den Eutern. Okay, also jetzt treffen bei der Strecke oder was? Also könnt ihr gerne schon machen und könnt ihr gerne weiterbauen. Aber ich bin noch verkaufen. Verkaufen. Ja, ich fahr einfach nur nachgucken. Aber nimm dir Mugi und Ares mit. Mhm. Du musst doch den LKW mitnehmen, der ist doch voll mit Puls. Hier lang. Guck gerade erstmal, ob die Strecke funktioniert so. Denn, Muchachos, es wird diesmal kein Turmbau geben. Wir machen ein Abschlussrennen. Achtung. Kein Turmbau. Ich wiederhole. Kein Turmbau. Das war so brutal, ey. Digga. Nie wieder, ey. Wie lange wir da auch neben der Aufnahme einfach dran saßen. Einfach nur Holz nach oben gebracht haben. Okay, also so ein bisschen eng ist die Strecke teilweise. Hinten, aber wo die Tannen stehen. Das soll's ja auch. Eng. Da hinten muss das sein. Der ist leer, ne? Ja, der ist leer. Ja, den LKW bitte dahin fahren. Fahr mal die Strecke so ein bisschen ab. Gib mal Milch rein. Ich hab mich gerade gemacht mit dem Trecker. Okay. Achso, mit dem LKW wird natürlich schwierig, aber. Kriegen wir hin. Ganz hinten an der bisher gebauten oder zumindest eingezeichneten Strecke, wo die Tannen stehen, da wird's eng. Geil, genau das war der Plan. Oh, Scheiße. Das kommt böse, ne? Ja, geil, oder? Pia. Wer hat denn hier zugebaut? Hä? Ah ne, achso, das ist der Außenbereich, verstehe. Der Außenbereich. Okay, bitte LKW mal weiterfahren. Ich trage gerade Holz hier durch die Gegend. Logi, bist aber du auch hinten fahren, oder? Ja, ich bin gerade hier. Ja, hier einfach die Strecke weiter lang fahren, ne? Ich finde mich im Anlauf. Aber ja, ich fahr da mal. Wir laufen lieber. Merk schon. Digga, ich brauch Rücklicht, ich sehe ja gar nichts hier. Holz. Ich sehe aber auch nichts mehr hier. Hallo, ich warte auf Holz. Wo bist du denn? Einmal hier eine Kurve machen. Aber wir haben die Strecke auch noch nicht zu Ende gebaut, ne? Da folgt noch was. Ach. Ja, bis jetzt hört's im Nix auf. Bis jetzt. Hier, einmal wieder nehmen. Jawoll. Ein neuer Ausfahrt. Und ich hab mir überlegt, dass wir am Ende
auch noch so ein kleines Gehege bauen, so ganz, ganz klein, dass man erst die Strecke fährt, dann steigt man aus, muss einen Huhn umballern und dann fährt man ins Ziel. So ein bisschen, wie diese Skisportart, wo man schießt und Langlauf macht. Wie heißt denn die Scheiße nochmal? Biathlon? Ja, genau. Dankeschön, Alter. Warum ist denn hier so viel Wald, Alter? Alter, komme ich überhaupt durch mit dem LKW? Bitte nicht platt machen. Wir brauchen die Stelle meine ich mit, da wird's eng. Das wird auf jeden Fall richtig geil mit den Quads dann. Quads. Wobei, den Lachs können wir hier mal weghauen, der an der Seite, damit wir hier weitermachen können. Hallo. Voll gewuchert. Ja, der hier. Hua. Hallo. Hallo. Wo ist das Holz? Hallo. Nicht weit nach hinten. Ja, ich muss da hier rausfahren. Bin ja verloren hier. Wenn ich nicht drankomme, dann ist das alles sinnlos. Hallo. Komm ich da durch? Meine Fresse. Okay. Okay, endet hier. Okay, dann müssen wir hier beim nächsten Mal weitermachen. Zirk. Okay. Alles ablagern hier, auslagern. Und abladen. Hallo. Warte doch. Lorenz. Lorenz. Er bricht sich einfach dagegen, ey. Oh, richtiger Klacko, ey. Aber ich muss jetzt hier oben hin. Ich muss eh nochmal neues Holz kaufen. Das wird ja niemals ausreichen. Also, lass uns schlafen gehen. Jo, ab ins Bett. Digga, wo bin ich denn? Ich weiß gar nicht, wo unser Dorf ist. Ja, richtig schöner Sternenhimmel, ey. Irgendwo hier? Da ist auf jeden Fall Licht. Ich hab keine Ahnung. Hallo! Leute, ich fahr dann schon mal nach Hause, ne? Wir sehen uns dann. Ciao! Ich bin auch schon fast zu Hause. Ja, ich auch. Na, perfekt. Nugi, du auch? Ich schlaf einfach im Wald. Digga, also, er will von Rapunzel vergewaltigt werden, ne? Viel Spaß im Horrorhaus, sag ich schon mal. Vielleicht ist der Ziegenmann da. Ares, Nugi, komm her! Ja, viel Spaß. Ja, es war eine richtige Hexenstimme. Geil. Ja, einfach nochmal zu Ende machen hier. Käse. Das Haus ist schon Käse. Ja. Ich schaff hier. Käse. Mhm. Hallo. Guck mal, die legen sich jetzt schon schlafen, die kleinen Chakos. Du hast gesagt, ab ins Bett. Ja, passt schon. Diese verwöhnten Gören. Gören. So, einmal hier zur Seite. Ja, wir kochen hier noch ganz kurz Käse durch. Armut, Charles, dann kann ich jetzt ja schon mal ganz, ganz langsam schon mal verabschieden und sagen, höchstwahrscheinlich wird die nächste Folge die letzte sein. Wir müssen uns auf jeden Fall noch so ein Podest basteln. Ja, es wird dann einen absoluten Loser geben, sozusagen den Loser. Das auch und, noch? Ja, es gibt den ersten Platz, zweiten, dritten und einmal den kompletten Billo Chaco. Oh nein, das will nicht ich sein. Ich will es auch nicht sein. Okay, da müssen wir morgen gut ausgeschlafen sein. Da müssen wir richtig gut ausgeschlafen sein. Also, Chargers, wir gehen pennen. Dann bauen wir die Strecke zu Ende. Machen wir mal ein schönes Finale. Daumen nach oben, ballern. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bis dann, reingehauen. Ciao. Bye.